Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute zwei Illumi Crate Boxen, die ich auspacken kann für euch. Denn es ist einmal die November Box und einmal die Dezember Box. Und die November Box wurde verhältnismäßig spät verschickt, beziehungsweise kam bei mir auch relativ spät an. Sodass ich es einfach auch noch nicht geschafft habe, die auszupacken. Und die Dezember-Box kam verhältnismäßig früh hier an. Deswegen haben wir jetzt den glücklichen Umstand, dass ich jetzt zwei Boxen habe, die ich für euch auspacken kann. Es ist von außen für mich jetzt leider nicht erkennbar, welche Box welche ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das die Box ist, die zuerst bei mir angekommen ist. Und das müsste ja dann logischerweise die November-Box sein. Und dann packen wir die jetzt einfach mal zuerst aus. Und wenn nicht, dann fangen wir halt mit der Dezember-Box an. Ich habe auf jeden Fall richtig geraten, es ist die November-Box und das Thema der Box war Death and Fortune. Und das Thema der Dezember-Box steht auch hinten drauf, das ist dann Curse. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier drin ist. Das ist das Spoiler-Kärtchen, das lege ich mir mal zur Seite, dass wir auch mal ab und zu reingucken können, wenn es notwendig ist. Als erstes haben wir hier so ein kleines Metallkästchen. Da ist auf jeden Fall ein Pferd drauf in so einer, ja, in so einem Zeichenstil oder in so einem Malstil. Ist schwierig für mich, das irgendwie zu beschreiben, was das ist. Ich weiß auf jeden Fall, was das Ding sein soll, nämlich das kann man so aufmachen und dann kann man so Sachen reinstecken. Davon habe ich jetzt schon mehrere Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel von der Old Crate Box, da gab es pro Vierteljahr so eine Box, die aber etwas größer war von der Form her, also vom Format her. Und da waren, ja, die waren zu dem Fandom von A Darker Shade of Magic, also vier Farben der Magie. Und das ist jetzt hier, ist ein Zitat von Maggie Stiefvater drauf. Gehört das vielleicht irgendwie mit zu irgendeinem Fandom von ihr? Weil sie hat ja auch mehrere Bücher schon geschrieben. Ich gucke mal. Ja, es gehört zu Scorpio Races. Ich weiß nicht, ob das ein Buch von ihr ist. Wahrscheinlich dann schon, aber das habe ich dann nicht gelesen. Also ich kenne von ihr bloß die Reihe rund um die Wölfe. Also da hieß ja der erste Band Nach dem Sommer. Ich erinnere, Mercy Falls hieß die Reihe, glaube ich. Und dann die Raven Boys. Ich weiß aber auch, dass sie noch andere Bücher hat, aber die kenne ich dann ehrlich gesagt nicht. Ja, das muss ich tatsächlich sagen, kann ich dann nicht mehr so gut gebrauchen, weil ich davon jetzt schon mehrere in meinem Regal habe. Und das reicht mir dann irgendwann. Also ich will auch nicht mein ganzes Bücherregal nur mit diesen Dingern vollstellen. Aber wenn das zum Beispiel das erste für euch wäre, dann fände ich das nicht schlecht, weil da habe ich halt so Lesezeichen, da habe ich meine kleinen Notizzettel drin, die ich mir dann immer mal in die Bücher reinklebe oder sowas halt, also so kleinere Sachen. Dann haben wir hier, glaube ich, das nächste Sammelobjekt. Wir hatten ja vor 2-3 Monaten schon mal so eine Tasse und so eine Untertasse und ich denke mal, das passt jetzt hier wieder dazu und das packe ich als erstes mal aus. Ja, Collectible Teacup und dann wird hier wahrscheinlich draufstehen Collectible Saucer, also das ist dieser Unterteller dazu. Die gefällt mir optisch auf jeden Fall auch mehr als die andere. Die war in so einem Grünton gehalten. Ich würde euch versuchen, die mal ein bisschen näher einzublenden. So sieht man das immer schlecht, das weiß ich. Aber das ist halt wieder dieses kleine Tässchen. Und das ist der dazu passende Unterteller. Und dann könnt ihr euch das ja entweder zu Dekozwecken ins Regal stellen oder ihr könnt das natürlich auch wirklich als Teeservice im Zweifel benutzen. Aber ich glaube, niemand benutzt so kleine Tassen, oder? Also wenn ich irgendwie zu Besuch bin und ich sage, ich hätte gerne einen Tee oder einen Kaffee und dann kommt ihr mit so einer Winztasse an, dann würde ich auch denken, okay. Dann haben wir, oh mein Gott, das ist so geil, das habe ich tatsächlich schon online gesehen von anderen Leuten, die das schon ausgepackt haben. Das ist hier wieder so eine Buchtasche, wo man dann hier die Enden des Buches, sage ich jetzt mal, reinstecken kann und dann, ne, hat man das so ein bisschen geschützt beim Lesen und so weiter. Es gibt ja tatsächlich auch Bücher, die zum Beispiel so nackte Hardcover sind, also die keinen Schutzumschlag haben und wenn dann vorne so Gold drauf gedruckt ist, dann kann das sein, wenn man das so ohne Schutz in der Hand hält, dass man durch den Schweiß, der sich ja dann irgendwann vielleicht beim Lesen auf den Händen so ein bisschen bildet, ob unbewusst oder ob man jetzt irgendwie wirklich im Sommer schwitzt und das merkt man, dann kann sich diese Folie ablösen, also diese Goldfolierung, das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei manchen gesehen oder mitbekommen, dass sie sich dann logischerweise darüber aufgeregt haben oder beschwert haben, dass das abgeht. Das ist nun mal einfach eine chemische Reaktion, die dann wahrscheinlich da stattfindet, keine Ahnung. Und da könnte dann so eine Buchhülle wahrscheinlich euch helfen, dass das nicht mehr passiert. Ja, und das ist jetzt hier eine Buchhülle zu, ich meine, das ist der Hobbit, also das müsste Smaug sein, der hier drauf ist. Ich gucke nochmal. Ja, es ist Smaug und zu der Hobbit habe ich auch noch so eine ganz besondere Bindung, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil mein Papa mir das vorgelesen hat, als ich noch Kind war und ja, ich weiß nicht, andere Kinder haben wahrscheinlich andere Geschichten vorgelesen bekommen, aber er musste mir total oft der Hobbit vorlesen und ich fand das so, so cool, die Geschichte. Man muss auch dazu sagen, mein Papa hat das auch richtig gut vorgelesen, also er hat dann auch immer seine Stimme verstellt und so, daran erinnere ich mich halt noch total gut, deswegen, ja, mochte ich der Hobbit immer besonders gerne, auch wenn ich die Filme nicht ganz so gut fand. Also gut gemacht, ja, aber ich fand das ein bisschen doof, dass das halt so krass gestreckt wurde, weil es ist halt ja nur ein Buch.
Aber ja, also das werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. Oder ich überlege gerade, ob ich ihm das vielleicht schenke, weil er ja auch gerne Bücher liest. Und ich habe ja jetzt schon so viele Buchhüllen. Ich überlege mir das auf jeden Fall noch. Aber darüber freue ich mich sehr und ich finde die auch richtig, richtig schön. Dann haben wir hier irgendwas eingepackt. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da drin ist. Aber ich glaube, das ist was, was man sich irgendwo anhängen kann. Vielleicht an Weihnachtsbaum oder sowas. Das kenne ich nicht, das Fandom. Ich habe gerade das Zitat darauf gelesen. Ist übrigens aus so aus Plastik oder sowas. Ja, ich würde sagen, das ist Plastik. Ich gucke mal. Okay, das soll einfach nur ein dekoratives ja, Ding sein. Also das könnt ihr euch an den Baum hängen oder an irgendwelche Türen oder sowas. Aber hier steht jetzt nicht, dass das ein spezielles Fandom ist oder sowas. Ja gut, das muss ich jetzt sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ich hänge mir ja in die Wohnung generell nicht so wirklich was auf an Deko oder sowas. Deswegen, ja, das wäre jetzt nicht unbedingt meins, aber vielleicht kann es ja irgendjemand gebrauchen. Wir haben auch tatsächlich keinen Weihnachtsbaum, weil wir an Weihnachten eigentlich nie hier sind, sondern immer bei Familie. Und die haben alle Weihnachtsbäume und dann brauchen wir das Genadel zu Hause nicht, wenn wir sowieso nicht da sind. Dann ist wieder ein metallisches Lesezeichen drin und die finde ich richtig, richtig schön, wenn die sowas machen. Ich habe mich bisher noch nicht getraut, damit zu lesen, muss ich sagen. Ich habe ja eins in der Night Circus Box drin gehabt von Erin Morgenstern. Und das fand ich auch so schön. Und das hat hier auch so ein Dekoband noch oben dran, was so ein bisschen asiatisch angehaucht ist. Es sieht echt schön aus. Ich blende euch auch das noch mal ein bisschen näher ein, würde ich sagen. Und das gehört zu She Who Became the Sun. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich denke mal, wenn ich jetzt dann lese, dann müsste ich eigentlich das Lesezeichen nehmen, oder? Dann ist noch ein Kugelschreiber in dem in der Box drin, ein gelber, wo Illumicrate drauf steht. Okay, kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Kugelschreiber kann man immer gebrauchen. Ich hoffe, der schreibt gut. Aber der steht ja auch gar nicht mit drauf auf der Box. Jetzt frage ich mich gerade die ganze Zeit, ob der da aus Versehen drin gelandet ist. Oder ob der wirklich in der Box drin sein sollte. Weil der lag auch einfach so ganz random unten auf dem Boden in der Box, nicht eingepackt, nix. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht beim Boxpacken, wo man quasi, also wo die Mitarbeiter die Box zusammenpacken und vielleicht so einen Zettel haben, wo sie dann abhaken müssen, dass sie alles reingemacht haben, ob der vielleicht dann irgendwie den Stift drin vergessen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, kann ich immer gut gebrauchen. Und dann haben wir nur noch das Buch, was in der Box drin ist. Und den monatlichen Pin, der dazugehört, auch den blende ich euch mal ein bisschen näher ein. Der sieht eigentlich ganz interessant aus und das monatliche Buch heißt Little Thieves. Und dann gibt es noch dazu, ich denke mal, das gehört dazu, einen Leserbrief von dem Autor oder der Autorin, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, da ist ja auf der einen Seite immer so ein cooler Print mit drauf und auf der Rückseite steht dann halt ein bisschen was. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Buch habe ich leider schon gesehen, also ich weiß schon, wie es aussieht und ich weiß, dass es mega schön aussieht. Das live zu sehen ist aber auch noch mal was anderes, ey. Hammer, das sieht so schön aus. Also, das ist das Buch. Es ist nämlich von der Autorin, jetzt weiß ich es endlich, Margaret Owen. Das ist Little Thieves. Es hat wieder einen farbigen Buchschnitt und vor allem es hat einen Stenciled-Buchschnitt, also dass hier noch mal so eine spezielle, ja, Stanzung drauf ist oder Stempelung, wie auch immer man das nennen möchte. Und was halt so besonders ist, oh, hier ist so ein, ja, Aufkleber mit der Unterschrift. Und was so besonders an dem Buch ist, ist, das Buch selbst ist nochmal so gestaltet. Und das fand ich mega schön. Ich packe das mal aus. Ist zwar leider kein Bild hier auf der Rückseite des Covers, aber ich finde, dafür haben die halt sich sehr viel Mühe gegeben mit der richtigen Gestaltung des Buches. Wir können es ja mal versuchen, so ein bisschen in der Mitte aufzuschlagen, dass ihr quasi vorne und hinten seht. Das ist nur das Zettelchen. Also ich finde das richtig, richtig schön gestaltet und das hatte ich jetzt, wie gesagt, auch schon im Internet gesehen. Also da habe ich mich leider ein bisschen spoilern lassen, aber das kann man halt natürlich nicht vermeiden, wenn die Box schon, ja, bei anderen Leuten vor einem Monat angekommen ist und ich halt die halt so spät bekomme. Aber stört mich nicht, es ist wirklich ein unglaublich schönes Buch. Oh, die Geschichte klingt auch mega interessant. Ich habe jetzt nur mal kurz so den groben Klappentext hier überflogen auf der Rückseite. Es geht wohl darum, dass es eine wunderschöne und freundliche Prinzessin gibt und ihre böse, ja, ich sag jetzt mal sowas wie eine Magd, also Dienstmagd oder Helferin, wie auch immer. Und eines Tages hat diese Magd ihr das Gesicht gestohlen und konnte dann quasi in Saus und Braus leben und ein schönes Leben führen. Und die Prinzessin, ja, musste ein einsames und armes Leben fristen. Und irgendwann hat man die Magd dann aber dran gekriegt, sage ich jetzt einfach mal, und konnte die Verbrechen sozusagen aufklären. Und sie musste für ihre Verbrechen auch sterben. Und die Prinzessin,
Ja, lebte glücklich bis an ihr Lebensende und das ist zumindest, wie die Geschichte erzählt wurde. Und jetzt ist es Zeit für die Magd, ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Also das wird jetzt quasi ihre Seite sein. Das klingt richtig, richtig, richtig gut. Das muss ich mir unbedingt bald auf die Leseliste setzen. Unbedingt. Und dann ist es Zeit für die zweite Box. Das ist, wie gesagt, die Dezember-Box. Da ist meine Schere weggefallen. Da ist auf jeden Fall ein Item wieder drin, was heiß begehrt ist und lang ersehnt und erwartet. Das ist nämlich wieder eine Tasse von Rosie Thorns drin. Und wie gesagt, ich stehe da drauf. Ich habe jetzt schon ehrlich gesagt Angst, erstens, dass mir der Platz irgendwann im Regal ausgeht, weil ich habe die Tassen halt auch immer gerne im Regal stehen. Besser nicht im Hintergrund könnt ihr zum Beispiel die schon auf Glas-Tasse sehen. Aber ich habe auch Angst davor, dass Illumicrate irgendwann sagt, ja, machen wir jetzt nicht mehr. Weil ich finde die echt schön und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele Fandoms kommen mit diesen Tassen. Ich würde mir so unfassbar doll eine Tasse wünschen zu Ellie LaRue zum Beispiel oder zu House in the Cerulean Sea oder sowas. Also ich würde mir so, so, so unbedingt Tassen dazu wünschen. So, das Thema ist diesmal Cursed, das hatten wir ja schon. Und das Januar-Thema wird Royal Secret sein. Das ist auf jeden Fall auch interessant dann. Was zur Hölle ist das? Ich würde mal sagen, ich fange damit an. Das hat eine merkwürdige Form. Ach, das ist hier wieder so ein Ding, wo ihr eure Pins aufhängen könnt. Also man kriegt ja monatlich immer die Pins, wie gesagt, bei der Box davor. Huch, der ist jetzt hier noch. Und dann könnt ihr den hier dran machen und habt dann so eine Sammlung von euren Pins und könnt euch das irgendwo so hinhängen. Sowas hatte ich schon mal in der Box, aber das habe ich nicht gebrauchen können. Das sieht jetzt zumindest ein bisschen schöner aus. Das in der anderen Box war wirklich sauhässlich, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran. Aber ich würde mir sowas trotzdem tatsächlich niemals aufhängen. Hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich hier auch nicht alleine in der Wohnung bin, sondern mit meinem Freund zusammen und wir das halt so ein bisschen normal dekoriert haben. Also hier hängen keine irgendwie so nerdigen Sachen und ja, ich mag das irgendwie als Deko tatsächlich nicht. In meinem Bücherregal gerne, da kann ich machen, was ich will, möchte ich auch ein bisschen dekoriert haben, aber den Rest der Wohnung möchte ich eigentlich nicht, dass hier irgendwelcher Quatsch an der Wand hängt. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich will schon irgendwie ein bisschen ja, normal gestaltet haben, deswegen, das ist tatsächlich was, was ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann und denke mal, das würde ich dann vielleicht aussortieren und vielleicht irgendwie, ja, weiterverkaufen oder so. Ah, dann haben wir hier einen kleinen Kalender. Ist natürlich schade, dass hier nicht so ein Haken oben ist, dass man den auch aufhängen kann. Aber hier sind auch ein paar Bilder drin. Und Zitate. Hier ist zum Beispiel ein Zitat von Casey McQuinstons Red, White and Royal Blue. Und hier sind immer so ein paar Bilder. Hier ist was von These Violent Delights. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich guck mal so durch, vielleicht kennen wir ja was. Yes! Yes! Guck mal, hier ist ein Bild von Adi LaRue oder Ellie LaRue. Und da steht als Zitat, I remember you. Girls of Paper and Fire. Dann haben wir The Raven Boys. Das habe ich ja noch nicht gelesen, deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu erkennen. Aber sieht auch schon ganz cool aus. Dann haben wir The Priory of the Orange Tree, das gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch, aber ich habe es nicht gelesen. Dann haben wir The Poppy War, ist glaube ich auch ganz bekannt, habe ich aber auch noch nicht gelesen. An Amber in the Ashes, das ist ja glaube ich Elias und Laia auf Deutsch. Das sieht auch schön aus, aber auch das habe ich noch nicht gelesen. Dann haben wir Daughter of Smoke and Bone, das sieht auch mega schön aus. Ich liebe Daughter of Smoke and Bone, auch wenn mir der dritte Band leider nicht so gut gefallen hat. Aber den Rest der Reihe und das ganze Feeling der Reihe fand ich halt sehr, sehr schön. Das ist Cemetery Boys. Dann haben wir Gideon the Ninth. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Dann ist The Night Circus von Aaron Morgenstern dabei. Auch das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich werde es noch machen. Und das war es dann tatsächlich schon. Ja, also in dieser Form der Kalender, muss ich sagen, bringt mir tatsächlich nichts. Aber ich werde wahrscheinlich dann einfach die mir das abschneiden und das in meinen Ordner machen mit meinen Prints, wo ich die aufbewahre, weil, ja, wie gesagt, Kalender so in der Form bringt mir nichts, wenn ich den... Achso, doch, hier oben sehe ich gerade, sind so Löcher drin, also könnte man das sich so aufhängen. Ja, aber auch das mache ich nicht. Also zu Hause haben wir hier tatsächlich keinen Kalender. Wozu gibt es Handys so? Also da speichere ich mir alles ein. Und auf Arbeit habe ich immer einen Kalender von New York. Ich kaufe mir jedes Jahr einen Kalender von New York, weil ich diese Stadt so vermisse und gerne unbedingt mal wieder hin will. Und das ist so meine Motivation. Und immer, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, gucke ich mir den dann an und denke mir so, dafür machst du das hier. Ja, also da kann ich es auch nicht gebrauchen, aber ich denke mal, ich werde mir den einfach zerschneiden und wirklich als Print dann aufheben. Dann haben wir hier ein paar Sticker von Nevermore. Das kenne ich tatsächlich nicht, das sagt mir nichts, aber die Sticker sehen eigentlich ganz niedlich aus. Und da ich ja auch vorhabe, ein
Book-Journal zu führen oder ein Reading-Journal. Ich habe aktuell noch keins. Ich habe eine Seite tatsächlich schon gemacht in meinem Reading-Journal für 2022, aber für mehr hat die Zeit irgendwie noch nicht gereicht. Das heißt, ja, wenn dann könnte ich vielleicht ein bisschen das als Deko mit benutzen. Mich hatten auch ein paar Leute gefragt, ob ich vielleicht ein Video zu meinem Book-Journal machen kann, aber wie gesagt, ich habe da noch nicht großartig was gemacht. Ich würde dann vielleicht, wenn ich wirklich mal ein bisschen mehr drin gemacht habe, mal was dazu drehen, aber jetzt lohnt sich es noch nicht. Dann haben wir hier wieder so ein kleines Metallcase. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Stifteboxe oder sowas auch sein könnte, aber auch das kann ich nicht so unbedingt gebrauchen, weil ich habe eigentlich genug Stifteboxen zu Hause. Aber es sieht ganz cool gestaltet aus, auch ein Zitat drauf. Ich weiß nur leider nicht, von welchem Fandom das ist. Ich gucke mal. Das soll, ach so, das ist ein Bookmark-Thin. Also hier könnt ihr Lesezeichen auch aufheben. Und das ist inspiriert bei Ninth House. Also von Liber Duo ist das, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, also das habe ich leider noch nicht gelesen. Deswegen kann ich damit noch nicht so viel anfangen. Ja, mein Gott, nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Vielleicht hebe ich es auch einfach erstmal auf und später kann ich es immer noch abgeben oder so. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch das Buch und die Tasse von Rosie. Und ich freue mich sehr auf die Tasse, denn es ist zu einer Buchreihe, die ich mir bei Fairyloot bestellt hatte, wo es leider gerade ein bisschen Versandprobleme mit gibt, weil diese Buchreihe beim Zoll festhängt wohl und sich seit Wochen nichts bewegt und ich schon Angst hatte zwischendurch, dass es verloren gegangen ist. Fairyloot aber in ihrem Status irgendwie letztens gepostet haben, dass das wohl mehreren Leuten so geht, also dass das wirklich ein Zollproblem ist, warum auch immer. Das nervt mich ein bisschen, aber ja. Es ist nämlich zur Winter Night Trilogy, also die Bücher gibt es auch auf Deutsch, mittlerweile auch alle drei. Es ist von der Autorin Catherine Arden und der erste Teil heißt Der Bär und die Nachtigall. Und es soll eine ganz, 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 ganz tolle Reihe sein oder Trilogie. Ich habe sie noch nicht gelesen, möchte es aber unbedingt dann tun. Wie gesagt, dazu fehlen mir aber die Bücher und die sind noch unterwegs. Aber dazu freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ich dann jetzt die Tasse hier habe. Und ich gucke mir die erstmal schnell selber an und dann kann ich euch ja vielleicht parallel dazu einen Videoclip einblenden, wo ich die euch ein bisschen näher zeige. Die ist wieder wunderschön, also die sieht wieder richtig schön aus. Ich liebe ja die Kunst von Rosie Thorne sowieso sehr. Und ja, mir gefällt hier die Gestaltung auf jeden Fall. Die passt sehr gut in mein Bücherregal, würde ich sagen. Ich muss nur einen Platz dafür finden, weil langsam, wie gesagt, wird es halt relativ eng hier in diesem Regal. Dann haben wir noch den monatlichen Pin. Das Buch heißt Marvelous Light. Ich habe das Buch, glaube ich, auch schon online gesehen. Ich erinnere mich bis gerade irgendwie nicht mehr dran, aber ich glaube, das habe ich aus Versehen auch schon gesehen. Diese Pins hebe ich übrigens komplett so auf, wie sie sind, weil ich immer nicht weiß, ob ich die überhaupt behalten will, ob ich die benutzen will oder nicht oder so. Und wenn ich die mal abgebe und ich mache das hier ab und ich habe das Buch nicht gelesen, dann erkenne ich ja nicht mehr, was das für ein Pin gewesen ist. Deswegen hebe ich die tatsächlich alle so auf, wie sie hier sind. Und ja, die nehmen ein bisschen Platz weg, aber so ist es mir lieber und vielleicht, wenn ich die Bücher irgendwann mal abgebe, weil sie mir nicht gefallen haben oder weil ich halt denke, mein Gott, ich brauche jetzt auch nicht 35 Pins, dann habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt, was das nochmal gewesen ist. Okay, gut, an das Buch erinnere ich mich, glaube ich, doch nicht. Es ist dieses hier. So sieht es aus. Und es hat so einen durchsichtigen Schutzumschlag. So ein bisschen wie bei dem Reich der Sieben Höfe auf Deutsch, dass das Cover darunter zwar auch eine Gestaltung hat, aber hier ist auch was drauf gedruckt und zusammen kann man das dann so durchsehen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat das Buch einen ziemlich coolen Buchschnitt auf jeden Fall. Aber ich kenne es wirklich null, 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 noch nie gesehen. Dann habe ich mich doch falsch erinnert. Hier sind so ein paar Lobpreisungen von anderen Autoren drin abgedruckt, unter anderem von Shelley Parker Chan und TJ Klune. Dann ist das Buch auch diesmal richtig signiert, also nicht nur irgendwie so ein Aufkleber wie bei dem anderen. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich das wirklich noch nicht gesehen hatte. Ja, die andere Gestaltung von dem Buch gefällt mir ein bisschen besser. Also das Novemberbuch hat mir optisch besser gefallen. Das ist zwar auch ganz cool gemacht mit dem Buchschnitt, aber irgendwie, ich mag das lieber, wenn die Cover wirklich deckend sind und nicht so durchsichtig. Jetzt ist bei mir noch angekommen die November Old Crate Box, die war leider etwas länger unterwegs. Und die Dezember Fairy Loot Box. Ich wurde auch letztens darum gebeten, nochmal ein Update zu geben, wenn ich die Unboxing-Videos mache, wie es jetzt mit Zoll ausgesehen hat. Also bei der Owl Crate Box musste ich tatsächlich diesmal leider Zoll bezahlen, war bisher vorher nie so. Das war jetzt die erste, aber ich halte euch da gerne auf dem Laufenden, wie es denn künftig aussieht. Die Box vom November hatte das tolle Thema Dreaming in the Dark und ganz ehrlich, die Box hatte ich eigentlich nur bestellt, weil ich genau weiß, dass da die vierte Sammelbox von A Darker Shade of Magic, also vier Farben der Magie drin ist, diese Metallkästchen, wo man ja kleinere Sachen aufbewahren kann. Davon hatte ich die ersten drei schon und irgendwie hatte mich dann so ein bisschen die Sammellust gepackt und ich wollte unbedingt das vierte
Vierte noch haben, deswegen hatte ich die Box ja noch mal kurzzeitig abonniert. Hier ist das Spoilerkärtchen, ich lege es mal zur Seite, dass wenn wir gleich was nicht erkennen, ich noch mal nachschauen kann, was es ist. Und ich würde sagen, wir fangen als erstes mal hiermit an. Und das ist ein, da steht Dreamwalker drauf, ein Lippenbalsam. Also das ist ein Lip Balm mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Ich muss leider sagen, ich kann sowas nicht so ab. Also gerade bei Lippenprodukten brauche ich immer irgendwas, was unparfümiert ist, weil ich das erstens nicht mag, weil es ja direkt unter der Nase ist, das ständig zu riechen. Und zweitens habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass meine Lippen da so ein bisschen drauf reagieren, dass das dann so ein bisschen brennt. Und hier sind leider sehr, sehr viele Duftstoffe drin. Also wenn ich schon sehe, dass da ein Haufen verschiedener Öle und sonst was alles drin sind, ja, das ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt meins. Aber für diejenigen unter euch, die so kleine Lip-Balm-Fetischisten sind, für die ist das vielleicht was. Dreamer Washi Tape. Also hier haben wir ein Washi Tape. Das kommt tatsächlich bei mir immer gut an, weil ich ja auch mir vorgenommen habe, künftig ein Reading Journal zu führen. Und weil ich das gerne auch ein bisschen gestalten möchte, kommt Washi Tape auf jeden Fall immer gut an. Und hier steht auch drauf, oh, das ist von Strange the Dreamer. Da ist ein Zitat drauf. The Dream chooses the Dreamer. Und dann sind da so kleine Motten drauf und Sterne und Mond. Also das kommt auf jeden Fall richtig gut bei mir an, weil es halt zu Strange the Dreamer gehört, was ich erst vor kurzem gelesen habe und was mir sehr, sehr gut gefallen hatte. Oh, hier ist ein kleines Zettelchen drin. Offensichtlich hätte in der Box eigentlich noch drin sein sollen ein Reading Planner. Aber da hatten sie leider Lieferschwierigkeiten und sie wollten den Versand der Box nicht noch weiter verzögern. Wie gesagt, das ist die November Old Crate Box, die ich hier habe. Und deswegen haben sie die Box jetzt erstmal ohne losgeschickt und den Reading Planner senden sie dann nochmal hinterher. Das sieht hier wieder aus wie irgendwas aus Stoff. Also vielleicht wieder ein kleines Handtuch oder sowas. Vielleicht, ja doch, ich guck erstmal. Ich guck erstmal und falte es auseinander. Ah, es könnte auch, glaube ich, ein Kissenbezug sein. Es ist ein Kissenbezug. Also ihr könnt hier solche länglicheren Kissen reinmachen. Und es ist ein Zitat vom Reich der Sieben Höfe drauf. Das müsste aus dem zweiten Band sein. To the stars who listen and the dreams that are answered. Also Akuta bin ich auf jeden Fall dabei. Sowas mag ich immer sehr gerne. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich diesen Kissenbezug so benutzen kann. Weil wenn, dann hätte ich halt schon gerne ein Set, was zusammenpasst. Also ja, ich beziehe ja kein einzelnes Kissen so. Und als Gästekopfkissen habe ich eine andere Form. Ja, vielleicht muss ich da einfach ein Kissen passen, erkaufen, wo das raufpasst als Gästekopfkissen. Dann kommt jetzt als nächstes schon dieses Metallcase. Und es ist natürlich diesmal das schwarze London. Wir hatten ja als erstes, glaube ich, das rote, dann hatten wir das weiße, das graue und jetzt eben das schwarze. Ich weiß nur, dass das erste das rote war, aber danach die Reihenfolge weiß ich jetzt aus dem Kopf leider nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es aussieht. Oh, das sieht auch ziemlich cool aus. Da steht drauf, Osaron Rises. The Plague of the Shadow King, also die Plage des Schattenkönigs. Und dann hat das hier so goldene Verzierungen. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also allein für diese Box bin ich schon froh, dass ich mir die vierte jetzt auch noch geschnappt habe, sozusagen. Dann haben wir jetzt noch den monatlichen Sammelpin. Wie gesagt, ein Item fehlt ja leider noch. Ich bin mal gespannt, wann die das dann nachliefern. Und hier auf dem Pin, ich blende ihn euch gleich mal etwas näher ein, sieht man auf jeden Fall eine Nachtberglandschaft und da ist so eine kleine Tür noch mitzusehen in den Bergen und es steht noch ein Spruch drauf, aber da das ja immer zum Buch gehört eigentlich, kann man damit jetzt noch nicht so viel anfangen. Und dann haben wir tatsächlich nur noch das Buch der Monatsbox und das sieht so aus. Ich muss tatsächlich sagen, mit dem Buch kann ich diesmal irgendwie nicht ganz so viel anfangen. Das heißt, das würde ich eventuell wieder abgeben. Deswegen möchte ich das jetzt auch ungern auspacken. Das ist ja immer so eingeschweißt. Hinten ist noch so ein Briefchen dran und ich würde das einfach diesmal gleich eingepackt lassen tatsächlich. Ist manchmal leider auch, dass man mit den Büchern nicht ganz so viel anfangen kann. Kommt mal vor. Und dann habe ich mir jetzt angewöhnt oder versuche ich mir jetzt anzugewöhnen, die dann auch gleich auszusortieren. Ich muss auch sagen, hier ist ja immer dieser kleine Brief mit bei, wo man dann sehen kann, wie das Cover normalerweise aussieht. Und das ist genauso wie bei der letzten Box, die ich bekommen hatte, bevor ich dann gekündigt hatte, ist, dass die das Cover, finde ich, hässlicher gemacht haben. Also mir gefällt das Originalcover tatsächlich viel, viel, viel besser als dieses Cover.
Und heißt, selbst wenn ich jetzt die Geschichte, ich habe mir noch nicht den Klappentext durchgelesen, wenn ich das jetzt spannend finde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich mir lieber das Originalcover holen, anstatt, ja, dieses. Dann haben wir jetzt noch die Fairy Loot Box. Und auch bei der Fairy Loot Box mal ein kleines Update bezüglich Zoll und Steuern. Bei der Box musste ich auch keine Steuern bezahlen, obwohl ich ja letztens bei den einzeln bestellten Büchern welche zahlen musste. Also ja, laut Fairy Loot ist dort wohl ein Fehler unterlaufen in der IT-Abteilung, sodass die Boxen falsch gekennzeichnet wurden beim Rausschicken, sodass der Zoll dachte, es sind noch keine Steuern dafür bezahlt worden, obwohl man die ja online mitbezahlt. Fairy Loot war da nur leider sehr, ja, ich würde mal sagen, unkulant. Also die haben weder richtige Hinweise zu dem Thema gegeben. Noch sind sie sehr kulant, was jetzt die Erstattung angeht, denn die Erstattung, die man dann von Fairy Loot bekommt, sind 2 Pfund pro Bestellung, was ich jetzt schon bei anderen mitbekommen habe, obwohl teilweise sehr viel mehr bezahlt wurde. Also ich habe, glaube ich, für das eine Paket habe ich, glaube ich, 11 Euro bezahlt, für das andere Paket hatte ich sogar 18 Euro bezahlen müssen. Also sehr weit, weit unterschiedlich von den 2 Pfund. Kann man einfach bis hoffen, dass das in Zukunft wieder normal läuft. Und bei der Dezemberbox ist es zum Beispiel normal gelaufen. Das Thema der Dezemberbox ist Dance with Death. Oh, und hier ist als erstes, sehe ich, dass hier 2 Bücher drin sind. Nämlich, das erste fällt mir hier schon halb entgegen. Es ist von der Autorin Isabel Sterling. Das ist ja die Autorin, die auch geschrieben hat, These Witches Don't Burn. And This Coven Won't Break. Und da habe ich ja den ersten Band schon gelesen gehabt. Also Die Switches Don't Burn. Und das ist, wie gesagt, die gleiche Autorin. Und deswegen denke ich mal, werde ich das behalten, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, das Cover spricht mir jetzt nicht sonderlich an. Und hier geht es aber um ein Vampir-Thema, wie man sich eventuell schon denken könnte. Also wenn man die, ja, sehr, sehr blassen Finger sieht mit den schwarzen Nägeln und das Blut, was da so runter tropft. Und der Titel auch, The Coldest Touch. Also sie schreibt scheinbar gerne solche Geschichten in Richtung, was mit Hexen zu tun hat oder was mit Vampiren zu tun hat. Aber ja, da lasse ich mich mal überraschen, weil Isabel Sterling, wie gesagt, habe ich schon ein Buch von gelesen. Dann ist hier drin ein Aufnäher. So sieht der aus. Also das könnte man sich dann irgendwie auf eine Jacke raufnähen oder so. Also drauf bügeln, glaube ich, sogar kann man das. Muss man nicht mal mehr nähen, aber ich sage irgendwie mal Aufnäher. Also das ist so ein Bügeldings, Bügelbildchen quasi. Und das ist zu We Hunt the Flame. Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und ich glaube, das ist jetzt auch nicht so mein unbedingt interessantestes Buch. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich dann auch nicht behalten, aber ich kann es hier trotzdem mal mit hinstellen. Mach es einfach mal hier mit hin. Ich ahne, was hier drin ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Brieföffner. Sowas kennen wir ja schon von Illumicrate. Und es sieht tatsächlich so aus wie ein kleiner Mini-Brieföffner. Oh, der ist aber auch ganz schön spitz. Das Fandom kenne ich jetzt nicht. Also es ist so ein silberner Dolch oder ein silbernes Schwert mit ganz vielen, ja, Edelsteinen drauf. Aber ich schaue mal schnell hier nach. Es soll ein Letter-Opener sein, der dem Dolch aus Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber nachempfunden ist, dem Protagonisten Jax. Also das soll sein Schwert offensichtlich sein oder sein Dolch. Dann ist hier ein Booksleeve drin von These Violent Delights. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe es aber hier und will es endlich auch nächstes Jahr dann lesen. Ich muss ja tatsächlich sagen, der ist auch wirklich schön und der hat hier oben so einen Reißverschluss. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man den zumachen kann. Und innen ist der auch richtig schön gepolstert, also mit Stoff sozusagen. Also den finde ich auch richtig, richtig cool. Ich habe mittlerweile einfach so viele Bücherhüllen für unterwegs. Ich kann mich damit wirklich, ich brauche nie wieder welche kaufen wahrscheinlich. Ich muss aber auch sagen, jedes Mal, wenn wieder so eine neue da drin ist in so einer Box, freue ich mich irgendwie total. Also es ist nicht so, dass ich die nicht gebrauchen könnte. Ich habe eigentlich immer, wenn ich auf Arbeit bin, mindestens 2 oder 3 dabei für den Fall, dass mal irgendein Paket ankommt mit Büchern drin, was ich jetzt gerade vielleicht nicht im Hinterkopf habe oder so. Und dass ich die dann irgendwie heil nach Hause transportieren kann. Weil es gibt einfach nichts Schlimmeres als irgendwie geknickte Seiten oder vielleicht noch irgendeine Beschädigung am Buch. Und deswegen kann ich sowas gut gebrauchen. Und wie gesagt, das mit dem Reißverschluss ist halt auch toll, weil ich muss immer noch ein paar Meter natürlich vom Gebäude zum Parkplatz laufen. Und dann könnte es ja sein, ein Buch in der Tasche oder im Beutel, dass das vielleicht nass wird. Und deswegen, ja, ist das eigentlich ganz praktisch mit dem Reißverschluss. Dann haben wir wieder 2 Tarotkarten mit drin. Das waren ja die Sammelobjekte, die dieses Jahr mit drin sind. Ich muss sagen, ich erkenne leider beide nicht. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwie auf der Spoilerkarte sehen kann, zu welchem Fandom die gehören. Aber die sagen mir tatsächlich nichts. Ich schaue mal. Und die gehören zu Red Rising. Das ist ja ein Buch, was ich eigentlich dieses Jahr auf meiner Leseliste hatte. Leider habe ich es nicht geschafft. Aber ich habe es mir ganz, ganz fest vorgenommen für 2022 dann. Und dann werde ich die hoffentlich auch besser zuordnen können.
Und dann haben wir hier auch zwei Lesezeichen mit drin, mit so Gold- und Silber-Applikationen. Die finde ich auch, sehen richtig, richtig schön aus. Aber auch die beiden kann ich jetzt so auf den ersten Blick nicht unbedingt zuordnen. Das sieht irgendwie aus wie, ja, als ob es irgend so einen griechischen Bezug hat, also griechische Mythologie oder so. Ich schaue mal schnell, was hier steht. Das ist eine neue Sammelserie. Das heißt, davon wird es zukünftig öfter welche geben. Allerdings weiß ich jetzt nicht, in welchem Rhythmus. Also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht dann wieder einmal im Quartal drin sein werden. Und das gehört jetzt hier zu Hades, oder das sind Hades und Persephone. Und das ist einfach nur, ja, mythologische, folierte Lesezeichen. Also das heißt, es könnte auch sein, dass nächstes Mal dann, weiß ich nicht, Zeus und Hermes drauf sind oder so. Keine Ahnung, wen es dann noch alles gibt. Ich muss ja sagen, griechische Mythologie kenne ich mich nicht ganz so gut aus, weil ich da sehr wenig bisher von gelesen habe. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Die sind auf jeden Fall sehr hübsch gestaltet. Und dann haben wir nur noch das Buch von diesem Monat. Und hier ist noch mehr drin, fällt mir gerade auf. Hier ist einmal noch ein Lesezeichen drin in dem Buch. Und dann ist da ein Print drin. Ach, das ist der Leserbrief gleich mit auf der Rückseite. Also hier ist ein Print und hier ist der Leserbrief. Mich wundert gerade, dass gar kein Pin drin ist. Also ich habe irgendwie keinen Pin in der Box diesmal drin gehabt. Muss ich gleich mal gucken auf dem Spoilerkärtchen, ob das diesmal normal ist oder nicht. Und hier ist nochmal ein kleines Extrazettelchen mit drin. Worum geht es hier? Ein Autoreninterview, also gehört auch mit zum Buch. Und das Buch diesen Monat sieht wie folgt aus. So sieht's aus. Irgendwie ein bisschen altertümlich, aber irgendwie auch cool, finde ich. Und es hat einen komplett ringsherum schwarzen Buchschnitt. Dann hat das ein Bookplate, also ein signiertes Plättchen hier. Gucken wir mal, was noch ist. Ja, dann ist die Unterseite, also das nackte Hardcover ist noch gestaltet. Das ist halt, was ich an Fairy Loot so mag, ne? Dass sie sich halt wirklich sehr viel Mühe geben. Auch hier ist es gestaltet. Das finde ich auch wunderschön immer, muss ich sagen. Dieses Gold und Schwarz finde ich immer sehr, sehr schön. Und dann haben wir auch noch ein Bild unter dem nackten Hardcover. Muss ich mir auch mal kurz angucken. Das sieht eigentlich auch ziemlich schick aus. Dann sind wir jetzt fertig mit dem Unboxing der verschiedenen Boxen. Sie haben mir auf jeden Fall inhaltlich wieder ganz gut gefallen, muss ich sagen. Owl Crate ist leider auch hier wieder die schwächste Box gewesen. Ich hatte ja in meinem Boxenguide oder Buchboxenguide gesagt, dass ich die Owl Crate Box ja am nicht lohnenswertesten finde. Also quasi das Gegenteil. Ich finde, die lohnt sich am wenigsten. Das war ein komischer Satzbau, weil sie auch die teuerste Box ist und weil die Inhalte meist nicht unbedingt so das sind, was ich mag. Das bestätigt sich jetzt hier wieder. Wobei ich auch sagen muss, es fehlt ja noch ein Item. Also das Reading Journal war ja jetzt noch nicht mit im Buch drin, in der Box drin. Aber was so die Büchergestaltung angeht, bin ich in letzter Zeit damit nicht mehr ganz so zufrieden gewesen. Und das ist ja im Endeffekt das Hauptitem, warum ich die Boxen eigentlich bestelle. Nette Zugabe sind halt immer die ganzen zusätzlichen Sachen, die da drin sind. Aber hauptsächlich bin ich an den Büchern interessiert und da machen Illumicrate und Fairyloot doch deutlich schönere Bücher und geben sich mehr Mühe bei der Gestaltung, finde ich zumindest als Owlcrate. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich da mein Abo wieder gekündigt habe. Zwar leider erst ab Januar, weil ich Dezember aus Versehen zu spät gekündigt hatte. Das heißt, die Box bekomme ich dann nochmal zugeschickt. Aber ja, für die Zukunft werde ich das wirklich nur noch machen oder nochmal neu reaktivieren, wenn mich die Box absolut interessiert. Aber das war jetzt erstmal wieder das Unboxing dazu. Ihr könnt mir eure Meinung wie immer gerne in den Kommentaren lassen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn denn so war. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis bald!